Seelenastronauten, der Podcast für Herz und Seele. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seelenastronauten. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Marco Hennings und in diesem Podcast, diesmal geht es um das interessante Thema parasitäre Energien. Was ist das? Aber bevor ich gleich anfange, habe ich ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Zum einen geht es ja wieder los mit der Seminarsaison und da möchte ich dich natürlich auch ganz herzlich einladen, mal auf meine neue Homepage zu gucken, www.marcohennings.de. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken und ja, da könnt ihr mal schauen. Es gibt Heilerseminare, es gibt Reiki-Seminare und ich habe was ganz Besonderes Neues gemacht, einen Workshop in Einklang mit deinem inneren Kind. Und da ich sonst immer nur Seminare gebe, wo es darum geht, eine Heilerin, ein Heiler zu werden oder halt Reiki zu lernen, also mit Energien und so weiter zu arbeiten, geht es in diesem besonderen Workshop nur um das innere Kind und der Heilung des inneren Kindes. In der Vergangenheit haben immer wieder mal Leute zu mir gesagt, ja Marco, ich finde deine Seminare ja interessant, aber ich möchte doch keine Heilerin oder ein Heiler werden. Und darüber habe ich nachgedacht und auch in mir wuchs immer mehr das Bedürfnis, ich möchte eigentlich einen Workshop geben, wo ein paar Leute mit mir zusammenarbeiten, ganz intim und persönlich zusammen mit mir arbeiten können und sich von ihren Problemen halt zu befreien. Also zu gucken, wo kommt all der Schmerz und all das aus meiner Vergangenheit her und wie kann ich wieder eine Verbindung zu meinem inneren Kind herstellen. Und genau das habe ich halt in diesen neuen Workshop gepackt. Also ich habe 20 Jahre meiner Erfahrung in diesen neuen Workshop gepackt und genau, und es geht in diesem Workshop dann tatsächlich nur um die Heilung deines inneren Kindes. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mal auf meiner Homepage vorbeischaust, in diesen Workshop reinguckst und vielleicht lernen wir uns demnächst dann auch mal persönlich kennen. Ich kann es nur empfehlen, weil es ist eine großartige Sache. Du wirst viel über dich selbst lernen, über deine kindlichen Anteile, dein inneres Kind, aber auch über deine erwachsenen Anteile, was du heute brauchst und wie du die Verbindung wiederherstellen kannst zu deinem inneren Kind. Und wie ihr beide wieder, man muss sich das so vorstellen, wie, stell dir das Yin und Yang-Symbol vor, wie es auseinandergebrochen ist und wie du es wieder zusammenfügst und du und dein inneres Kind wieder eine Einheit seid und wieder ganz glücklich zusammen funktioniert und euch gegenseitig bereichert. Das ist fantastisch. Dazu mache ich viele Affirmationen, Meditationen mit euch und jeder bekommt seine eigene persönliche Heilung von mir. Und dieser Kurs ist auf 6 Personen beschränkt. Ja, also von daher auch wirklich ein ganz persönlicher, elitärer Kreis, sage ich jetzt mal. Aber das mache ich natürlich auch zum einen, weil die Räumlichkeit nicht so groß ist, die ich da habe, aber zum anderen auch, weil ich gerne möchte, dass das wirklich ganz persönlich bleibt. Also wirklich ein ganz besonderes Event, speziell für die Leute, die Heilung des inneren Kindes sich wünschen. Ja, also schaut mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Der Workshop selber beginnt um 10 Uhr und geht bis 18 Uhr und kostet 150 Euro. Okay, das war die Werbung dafür. Was gibt's noch Neues? Ja, wer es noch nicht weiß, die liebe Ines Lahoda, die diesen Nahtoderfahrungspodcast macht, die hat mit mir ein Interview geführt. Und falls du das noch nicht kennst, da kannst du auch über mich noch ein bisschen was erfahren. Wie bin ich denn überhaupt zum Heiler und so weiter gekommen? Und auch zu der Affirmationsarbeit und all diesen Dingen. Und auch das kannst du dann
in dem Podcast von Ines Lahoda mit mir, also mit dem Interview, kannst du dann dort erfahren. Auch das werde ich in den Shownotes verlinken. Ja, vielen Dank. Das war die Werbung und ja, dann starte ich jetzt mit unserem Thema parasitäre Energien. Also es ist tatsächlich so, dass man sich Energien von anderen Menschen aufsacken kann. Und das passiert häufig in der Kindheit. Kinder nehmen oft parasitäre Energien an. Man könnte sie auch eindringende Energie nennen. Also man muss sich ja vorstellen, dass wir eine eigene Aura haben, unsere eigene Energie und da sind wir eigentlich safe und stabil. Aber wenn wir unter Schock gesetzt werden, dann kann es sein, dass wir unsere körpereigene Energie in dem Moment verlieren und dann dringt die Energie der Wut einer anderen Person zum Beispiel in uns hinein. Und wenn das passiert, setzt sie sich in uns fest und deswegen nennen wir Heiler das parasitäre Energien. Und wenn zum Beispiel von Eltern, die vor Wut irgendwie explodieren, verpufft diese Energie eben nicht einfach, sondern sie tritt eben nach außen, also wie so ein Blitzschlag nach außen, wie so ein Sturzbach, als eine physische, erfahrbare Kraft nach außen und trifft dann das Kind, was dann praktisch schutzlos dem ausgeliefert ist. Energie ist das eine, dann hat dieses Kind halt diese Kraft in sich drinne, aber wenn dann noch Affirmation bzw. Suggestion dazu kommen, also der Erwachsene hat dann noch irgendwelche Worte gesagt, es ist deine Schuld und so weiter, dann setzt sich das ganz tief in das Unterbewusste des Kindes als eine Kraft, die aber unbewusst abläuft. So als Beispiel, dann ruft mich eine Dame an und sagt mir, dass sie große Probleme hat mit Eifersuchtsgefühlen. Und anhand dieses Gespräches merke ich schon sehr schnell, dass diese Eifersucht eigentlich nicht ihre eigene Eifersucht ist, sondern sie kommt aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, weil sie dort Dinge erlebt hat mit ihren Eltern, wo viel Eifersucht im Spiel war, Eifersuchtsgefühle, und sie hat diese wirklich absorbiert. Und diese dringen dann plötzlich nach außen und sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie sagt mir dann auch, ey Marco, ich habe eigentlich gar keine Eifersuchtsgefühle in dem Sinne. Ich denke doch eigentlich ganz logisch, aber dann bin ich irgendwie wie ausgeschaltet und sage Sachen, die ich selbst gar nicht sagen will. Und dann, ja, also als wäre das jemand anderer, als wäre ich irgendwie eine Puppe, die jetzt plötzlich, ja, wie so ein Roboter irgendwie falsche Dinge erzählt. Und als wäre ich dem ausgeliefert, wie so ein Virus, wie so ein Computerprogramm, was plötzlich Macht über mich hat. Ja, genau. Und das ist nämlich das Problem. Und die Energie der Emotion wird durch ihre eigene magnetische Kraft zusammengehalten und löst sich eben nicht einfach in Luft auf. Bevor jedoch Wut und natürlich auch andere Emotionen freigesetzt werden, haben sie sich erst einmal in die Person, die sie erschaffen hat, aufgebaut. Wenn sie dann frei werden, richtet sich die Rage als Kraft mit voller Wucht gegen eine Situation oder eine Person, die angeblich den Anstoß dazu gegeben hat. Eine Bündelung starker negativer Energien ist nicht weniger gefährlich für das unvorbereitete Opfer als die Kraft einer Kugel, die in seine Richtung abgeschossen wird. Sie sind sogar noch gefährlicher als diese, denn sie hinterlassen keine sichtbaren äußeren Spuren. Ja, so krass ist das tatsächlich. Viele Menschen, die zu mir kommen, haben halt parasitäre Energien aufgenommen. Ob das nun Gefühle sind wie Wut oder Hass, Eifersucht oder Gier, um nur einige zu nennen. Und die berichten dann wirklich, dass sie sich gar nicht so fühlen wollen und eigentlich auch gar keinen Grund haben, wütend zu sein, aber doch nichts dagegen machen können. Und es bricht einfach aus ihnen heraus in solchen Momenten. Und dann leiden die natürlich drunter und wissen auch nicht, was sie tun sollen, gehen zum Psychologen und so weiter. Und der kann das natürlich auf der psychologischen Ebene, auf der erwachsenen Ebene, auf der intellektuellen Ebene, kann der das natürlich alles mit dir besprechen und betakeln und so. Aber es löst sich da nicht wirklich auf, sondern es bleibt natürlich, weil das ja eine Energieform ist. Eine Emotion ist da wirklich eine starke Energie. Und die bringt denjenigen immer wieder dazu. Und das ist halt der Unterschied dann. Man kann über die Psychologie fantastische Dinge lösen. Aber wenn es um solche Emotionen geht, um solche parasitären Emotionen, dann muss man die wirklich auf einer anderen Ebene herausbringen. Und das machen dann oft Heiler oder Heilerinnen natürlich, die dann diese Emotionen rausbringen. Und das ist dann immer so, wenn man solche Sachen dann sieht,
ist das total abgefahren, weil man denkt, boah, was kommt da aus dieser Person gerade raus, wenn sie in so einen Heilungsprozess denn geht? Die schütteln sich, die schreien, die sind wütend vor Eifersucht, was auch immer. Und das ist wirklich nur für einen Moment. Und da schütteln die total aus und danach sind die vollkommen davon befreit und haben auch nicht mehr diese Eifersucht zum Beispiel oder diese Wut und so weiter. Und in meinem Fall, ich kann auch noch ein Beispiel von mir nennen, wenn mein Vater dann zum Beispiel solche Wutanfälle bekommen hat, da war ich dann Kind und war dem halt hoffnungslos ausgeliefert. Und ich zum Beispiel bin ein sehr sanftes Kind gewesen, ein sensibles Kind und habe dann wirklich diese ganze Wut absorbiert in mein System. Und später, als ich dann erwachsen war, hatte ich dann auch immer wieder so Wutattacken. Und ich konnte mir das nicht erklären. Ich wollte niemandem was Böses tun. Und als ich dann endlich in den richtigen Händen war, in dem Fall, also halt bei Malcolm Southwood, meinem Lehrer auch, mein Heilerlehrer, da sind diese Dinge an die Oberfläche gekommen und ich konnte diese Wut meines Vaters endlich mal ausschütteln. Und das war total heilend und heute bin ich von diesen Traumata und von diesen parasitären Energien halt befreit. Und das gehört eben auch zu meiner inneren Kindarbeit, wenn Menschen zu mir kommen, dass wir dann herausfinden, wo, haben sie parasitäre Energien in sich drin? Und wenn ja, wie kann man die am besten rausbekommen? Genau, und das werden wir halt auch in dem Workshop machen. Ja, genau, also parasitäre oder eindringende Energien kommen halt von außen und man hat solche Sachen noch ganz oft bei Opfern von Gewalt oder auch bei Soldaten, die im Krieg waren, die dann irgendwelche schlimmen Dinge erlebt haben, also traumatische Dinge erlebt haben und von Tätern irgendwie bedroht wurden und genau, und die kriegen auch all diese Energie dann in ihr System rein und ja, und daraus gibt's dann vielfache Probleme und posttraumatische Belastungsstörungen und ähnliche Dinge, die dann bis in Depressionen umschwenken können. Und ja, es ist also wirklich erstaunlich. Wir müssen wirklich meiner Meinung nach gucken, auch in die energetische Richtung. Und wir müssen da mehr forschen. Wir müssen da wirklich wissenschaftlich auch mehr forschen. Also für mich als Heiler ist das ein ganz normaler Prozess. Ich mache das tagtäglich, arbeite ich mit solchen Menschen, die solche Sachen erlebt haben. Trotzdem, also ich würde mir wünschen, dass die Psychologen das auch mehr einbinden, auch diese Erkenntnisse, dass Emotionen wirklich auch eine Kraft sind, eine energetische Kraft und dass man auch damit arbeiten muss, um die Leute dann von diesen alten Emotionen zu befreien. Aber gut. Ja, das war das zu dem Thema parasitäre Energien. Diesmal nur ein kurzer Podcast. Man könnte da natürlich noch stundenlang einsteigen, aber ich will jetzt auch nicht zu tief da reingehen. Wenn dich das interessiert, geh gerne auf meine Homepage www.marcohennings.de. Wenn du selbst Probleme hast mit solchen Dingen, ja, dann mach mit mir einen Termin und dann finden wir da zusammen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, wenn du zu weit weg wohnst, Hilfe von mir zu bekommen und zwar online über die Webcam oder halt auch telefonisch. Auch das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag und sei frei von solchen parasitären Energien. Ja? Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Marco Hennings.